So, da sind wir wieder. Wir haben noch einiges hier nicht gemacht. Und zwar möchte ich gerne noch in den Aktenraum rein, weil hier nämlich in beiden Räumen, soweit ich weiß, noch sehr schöne Sachen waren. Da käme ich sogar von hier unten rein. Fällt mir gerade auf. Ich weiß nicht, was besser wäre. Ob das Besprechungszimmer oder nicht. Ja, ich würde sagen, ich vernagel jetzt erst nochmal das Fenster und dann gehen wir nochmal zurück. Habe ich die Bretter dabei? Du stehst jetzt aber nicht noch einmal auf, oder? Ich rein. Doch nicht. Ach, das war die Tür, die von der anderen Seite verschlossen ist. Ach, Mist. Okay, da muss ich doch oben rum. Kam ich nicht gerade von da? Doch. Aber ich kann nicht mehr zurück. Wieso kann ich nicht mehr zurück? Das ist jetzt doof. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal in das Büro rein. Da waren nämlich auch ein paar schöne Sachen drin. Wenn auch leider viele Gegner. Kann ich ihn jetzt schon anschießen? Ich glaube, der ist tot. Ja, Schießpulver. Schießpulver Nutzung. Zweimal Schießpulver ergibt Pistolenmunition. Säuregranaten erhält man durch Schießpulver und hochwertiges Schießpulver, also das Weiße. Und MP-Munition erhält man durch zweimal hochwertiges Schießpulver, also das Gelbe. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. So, war jetzt hier auch einer drin? Natürlich. Oh, fuck. Nicht noch irgendwas? Nein? Okay. Ach, jetzt geht das wieder nicht in die richtige Richtung. Yes, wir haben unser Inventar erweitert. Hier war aber noch einiges anderes zu finden. Ups. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schreibtisch zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Lieutenant Brennick.
Und dann steht in Klammern, in eine Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt: Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Nett. Womit wir dann auch bei der ersten Kombination wären. Denn die heißt sogar nett. So, und ich hoffe, ich habe jetzt hier noch die richtige im Kopf. Yes. Sehr schön. Das war jetzt aber nur zum Nachladen, genau. Das war jetzt nicht. Achso, das war der Kerl. Ach, hier ist auch noch irgendwo oben eine Puppe, fällt mir gerade ein. Genau. Beziehungsweise, nee, die hat der, glaube ich, gespeichert, dass ich die beim ersten Mal schon kaputt gemacht habe. Aber da oben theoretisch, da könnte man die erste Puppe auf jeden Fall noch abknallen. Man muss ja insgesamt die ganzen Raccoon City-Püppchen suchen. Die Tür war noch verschlossen. Oh, da haben wir noch etwas übersehen. Einsatzbericht. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Kam da nicht einer rausgesprungen? Ah, nein, okay, gut. Es war woanders. Die Tür war abgeschlossen, das heißt, wir begeben uns erstmal wieder zurück Richtung Dunkelkammer. Das war dahinter, genau. Eigentlich wollte ich gar nicht abspeichern. Eigentlich wollte ich das Schießpulver reinlegen. Ich würde sagen, dass wir auch direkt erstmal ein bisschen Munition machen. So für den Anfang glaube ich nicht schlecht, weil es kommen ja auch immer mal welche raus. So. Ne, die solltest du eigentlich nur ordnen. Kann man die nicht ordnen? Das ist aber doof. So, dann gehen wir jetzt erstmal eine Etage höher. Du kannst mich mal. Stehst du auf? Irgendwo hier bricht, glaube ich, ein Zombie durch. Brandgranaten, sehr schön, die werden wir noch brauchen.
jetzt nichts sein? Will die mich veräppeln? Tragbarer Tresor. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was, wofür der jetzt eigentlich gut ist, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich soll das Inventar öffnen? Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen. Manchmal entdecken sie dadurch etwas, was ihnen helfen kann. Okay. Untersuchen wir den nochmal. Und jetzt? Oder kann man die öffnen? Also wenn einer von euch weiß, was man mit den tragbaren Tresoren eigentlich machen kann, weil das habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Wir haben die zwar fleißig gesammelt, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ich vermute, dass sich da drin vielleicht Munition oder sowas befindet, aber ich habe es noch nicht rausgefunden. Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, damit ich ja auch mal ein bisschen schlauer bin, was das betrifft. Anleitung für tragbaren Tresor. Ach, die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Doch, das hatte ich doch gesehen letztes Mal, aber es hat mir nicht weitergeholfen. Das war das. Ja, ich befürchte jetzt, dass hier jetzt der Zombie rausgestürmt kommt aus dem letzten. So, soweit ich mich erinnere, war das jetzt hier Cup. Ah, sehr schön. Bisschen was kann ich dann doch noch. So, hier komme ich jetzt leider noch nicht durch, weil ich das Ventil unten nicht mitgenommen habe. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da jetzt der Zombie rauskommt, wenn ich das öffne. Und ich meine ehrlich gesagt, dass da definitiv der Zombie drin war. Deswegen lasse ich das jetzt mal sein hier. Das Ventil kann ich noch nicht machen. Was ist? Achso, da ist die Statue in der Eingangshalle, ja klar. Gucken, ob hier hinten noch irgendwas war. Ah, sehr schön. Ach, da oben bist du, Drecksack. Ich glaube, der pustet dich auch mal lieber den Kopf weg. Nerv nicht da unten. Hatte die nicht noch? Doch. Ach, sie hatte noch Munition. Bin nicht gut. Sein Kopf war. Das ist der von unten. Oh, sehr geil. Dafür, dass wir am Anfang mit so wenig Munition gestartet sind. Gut, wir haben jetzt ein Päckchen noch gemacht zwischendurch. Ah, okay. Hört sich jetzt hier gerade aber irgendwie gar nicht gut an. Komme ich hier weiter? Stehe nicht drin. Ach, ich glaube, damit komme ich in die Bibliothek. Ich habe den Schlüssel gefunden. Den habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Okay, ich muss aber mal eben schauen, weil ich bin jetzt komplett voll. Ich werde nochmal eben zum Speicherraum zurückgehen und mich mal einige Sachen entledigen. Weil es ist doch ein wenig viel. Achso, ich dachte gerade, der ist nochmal aufgestanden. Okay. Das warst nur du da unten, oder? Ja.
Okay, ich glaube, jetzt wäre der Moment, wo er dann durchgebrochen wäre. Zumindest hat er jetzt die Scheiben kaputt gemacht. So, dann legen wir mal die Munition ab, weil die können wir sowieso gerade nicht gebrauchen. Die können wir auch noch nicht gebrauchen, weil wir die noch nicht haben. Das können wir eigentlich direkt mal kombinieren. Achso, das kann ich jetzt nicht damit kombinieren. Ach. Verstauen wir das auch. Und ich würde sagen, den Tresor lasse ich jetzt erstmal drin. Ich versuche mich mal ein wenig an den Tresor mit den Lämmchen. Vielleicht kriege ich das ja selber hin. Ja, wenn einer dazu irgendwelche Tipps hat oder so, kann er sie mir gerne geben. Ansonsten werde ich mich mal an diesen Tresor jetzt versuchen. Wenn man mal auf dem falschen drauf steht. Yay, ich bin ein Panzerknacker. Wichtiges Objekt, ein Ersatzteil. Wofür ein Ersatzteil? Ach, sag bloß, da ist die Taste drin. Nee, oder? Ein Knopf für ein Terminal, es steht nichts drauf. Oh, das ist ja geil. Ich habe gedacht, dadurch kriegt man Waffen. Das ist cool. Die sollte ich übrigens auch nochmal aufladen. Ja, das ist spitze. Damit hätte ich dann auch rausgefunden, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Das heißt, ich kann eventuell. War das nicht auf dieser Etage? Ach so, doch, ja, hier vorne. Aber ich. Doch, da komme ich noch zurück, den Weg. Das heißt, ich kann jetzt mal eben zu den Schließfächern gehen und theoretisch noch eins aufmachen. Gleichzeitig müsste ich aber dann noch mal irgendwo einen tragbaren Tresor finden und dann für den nächsten Knopf auf jeden Fall noch was finden. Ja, das ist doch klasse. Dann werden wir das doch mal eben noch machen. So, jetzt ist die Frage, da ist Schießpulver drin. Ach, da ist ein Messer drin. Naja, gut, okay, ein Messer haben wir ja im Moment noch. Also 102. Bräuchten wir jetzt theoretisch die 2. Kann man das selbst benutzen? Ah, das ist geil. Okay, dann machen wir die 2 natürlich. Perfekt. Hier eigentlich noch irgendwo. Oh, ich habe was vergessen. Schließfachterminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Ob der jetzt mich gemeint hat? Ich weiß es nicht. Ach, hier hinten ist auch noch was. 203. Oh nein, kann ich das jetzt anwählen? Doch, ich habe doch die 2 reingetan. Nein, ich brauche die 3. Oh nein. Okay, aber es wäre auch zu einfach gewesen. Hier ist nochmal 208, wäre nochmal Flammengranaten. Die können wir aber eben mitnehmen. Die habe ich vorher gar nicht gesehen, die Seite. Also die habe ich schon mal gesehen, wo ich hier angefangen habe durchzuspielen, aber ich habe sie jetzt heute nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Hier war aber sonst nichts mehr, ne? Außer das mit der Karte, aber das können wir jetzt noch nicht machen. Okay. Dann tun wir die auch nochmal eben in die Kiste. Weil wir dann nämlich gleich zur Bibliothek gehen müssen. Ich meine, es ist die Bibliothek. So, das tun wir erstmal rein. Das tun wir rein. Damit wir auch genug frei haben. Und dann gehen wir. Achso, dafür brauche ich das Ventil. Genau, das war das. Ins Wartezimmer müssen wir noch. Genau. Einen Weg in den Untergrund finden. Das ist auch noch ein Ziel von mir. Aber wir müssen auch noch hier auf die Seite zum Wartezimmer, weil da müssen wir nämlich auch noch einiges erledigen. Und dann sind wir ja auch nicht mehr ganz so weit entfernt davon, wo der Hubschrauber abstürzt. Resident Evil Fans der ersten Stunde, beziehungsweise die ja, das Original gespielt haben vom zweiten Teil, wissen jetzt direkt, wovon ich rede. Also, das müssen wir auch noch machen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal. Habe ich hier soweit alles erledigt? Ich glaube ja, in den Aktenraum kommen wir erstmal nicht, weil das alles versperrt ist und auch der Rückweg irgendwie versperrt ist. Ach, Moment, doch, ich habe doch jetzt den Pick-Schlüssel. Das heißt, ich kann die Tür jetzt auch öffnen. Ah, sehr schön. Dann gehen wir jetzt mit dem Pick-Schlüssel auf Erkundungstour und öffnen die restlichen Türen. Ich glaube, den muss ich aber noch untersuchen, oder? Genau.